Du möchtest einen der beliebten Arbeitsplätze bei VW, einem der größten Autokonzerne Deutschlands, ergattern? Dann solltest du jetzt dranbleiben und dir die Infos, die wir dir in diesem Video zum VW-Einstellungstest geben, nicht entgehen lassen. Auf geht's! Deutschland, ein Autoland. Wohl jeder hat schon einmal von dem Autobauer mit den zwei Buchstaben gehört. Seit Jahren steht VW für Qualität und sichere Arbeitsplätze. Es ist daher wenig verwunderlich, dass viele Bewerberinnen und Bewerber sich um die zu besetzenden Arbeitsplätze förmlich reißen. Damit die Personaler der Volkswagen AG aus der Bewerbungsflut die passenden Kandidatinnen und Kandidaten herausfiltern, wurde der Volkswagen-Einstellungstest ins Leben gerufen. Wer diesen besteht, ist seinen Traumberuf in der Automobilbranche ganz nah. Erfahre nun, wie dieser Einstellungstest aufgebaut ist und wie du dich am besten auf diesen vorbereiten kannst. Bevor der eigentliche VW-Einstellungstest beginnt, wirst du nach dem Einreichen deiner Bewerbungsunterlagen zunächst zu einem Vortest eingeladen. Diesen Test kannst du zu einem Zeitpunkt deiner Wahl, jedoch vor Ablauf deiner dreiwöchigen Frist, online durchführen. Ziel ist es, bereits eine erste Auslese zu treffen. Hast du bei dem Vortest gute Antworten gegeben, wirst du zu dem eigentlichen VW-Einstellungstest eingeladen. Bei diesem handelt es sich um einen Präsenztest. Das heißt, du wirst vor Ort an dem VW-Standort in Wolfsburg geprüft. Einplanen solltest du dafür etwa 3,5 Stunden. Themen des Computertests sind unter anderem technisches Verständnis, Mathematikkenntnisse, Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse, soziale Kompetenzen und eine Selbsteinschätzung. Die Fragen entsprechen zumindest dem Fragetyp Multiple Choice. Sprich, du bekommst eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten gestellt und hast bei der Beantwortung der Aufgaben die Qual der Wahl. Bei einigen Fragen geht es jedoch um die Persönlichkeit. Zu bestimmten Aussagen musst du demnach die Entscheidung treffen, inwieweit diese auf dich zutreffen oder halt nicht. Hast du diesen Teil des VW-Einstellungstests erfolgreich gemeistert, bist du einen großen Schritt in Richtung Traumberuf weiter. Doch bevor du ebenfalls zur Volkswagen AG gehörst, wartet noch das Vorstellungsgespräch auf dich. In erster Linie geht es hier darum, dich persönlich kennenzulernen. Welche Motivation hast du? Wie war dein bisheriger Werdegang? Welche Stärken und Schwächen kennzeichnen dich? Fragen wie diese musst du dich im persönlichen Interview stellen. Du siehst, bevor du bei VW fest im Sattel sitzt, gilt es, den Einstellungstest zu bewältigen. Dieser ist, wie du nun weißt, sehr umfangreich. Du solltest dich demnach intensiv auf diesen Test vorbereiten. Wie wäre es online und interaktiv? Wenn das genau deine Art des Lernens ist, dann ist unser VW-Einstellungstest-Online-Testtrainer genau das Richtige für dich. Viele verschiedene Aufgaben, Fachwissen und Videos werden dich bei deinen Vorbereitungen unterstützen. Das war unser Einblick in den VW-Einstellungstest. Falls du noch offene Fragen hast, beantworten wir dir diese gerne in den Kommentaren. Dir hat das Video gefallen? Dann hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team.